Hallo und herzlich willkommen zu euren Spielen des Jahres 2021. Ihr hattet wieder Zeit, um im Forum abzustimmen für eure Favoriten des vergangenen Jahres. Dabei ist eine Top 20 entstanden, die wir jetzt mit Gästen kommentieren wollen. Und hier im ersten Video geht es um die Plätze 20 bis 11. Und zwar wieder mit Gästen, die in Persona bei uns im Studio vorbeigekommen sind, was uns sehr, sehr gefreut hat. Ja. Wir haben da zunächst einmal Ray, die Chefredakteurin der GamePro zum Beispiel. Und dann natürlich wieder mit dabei Leo und David, Klassiker. Und ganz besonders gefreut, nicht ganz besonders, wir haben uns über alle gleichmäßig gefreut, aber ganz besonders gefreut habe ich mich auch über den Dopsi, der vorbeigekommen ist. Star-Moderator Link Shotgun ist vorbeigekommen, um mit mir über eure gewählten jetzt Spiele so ein zu sprechen. Chatfenster, das neben dir sitzt. Ich glaube, ich weiß nicht noch, wie er es machen wird, aber sicher, er wird diverse Links während unseres Gespräches einfach gepostet haben. Mhm. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, dass ihr dieses Video euch jetzt ansehen könnt. Viel Spaß. You wouldn't even see it coming, detective. Slap them around, but you do need to keep them conscious. Enough to keep the fear alive. Hallo und herzlich willkommen. Leo und ich sind Corona-bedingt nicht im selben Raum. Tom hat uns per CGI quasi im Nebeneinander gesetzt. Wenn ich jetzt hier nach hier drücke, ist hier gar nichts. Ich habe gerade gehört, David hat gesagt, wir sind nicht im selben Raum. Das ist wahr, aber ich spüre ihn, ich spüre ihn. Es ist manchmal, als ob ich seine Stimme hören würde. Was sagst du gerade? Ich verstehe nichts. Egal, ich rede mal über das Spiel. Lost Judgment habe ich nicht gespielt. Lost Judgment macht den Anfang unserer GOTY-Liste 2021 und ich habe es nicht gespielt. Ich auch nicht. Ja, hervorragend. Passt gut. Geht gut los. Ja. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, dich heute neben mir sitzen zu haben, Dopsi. Star-Moderator, Link-Shotgun, Videospiele-Experte und Real-Life-Journalist. Also die geballte Kompetenz und ein bisschen lustig ist er auch noch. Und wenn ich das mal so sagen darf, er riecht richtig gut und sieht auch noch schön aus. Ich bin so glücklich, dass du Vielen Dank für die Einladung. Auch du siehst schön aus wie immer. Dankeschön. Willst du mich da anfassen? Da bin ich ganz wuschig wieder. Ich habe allerdings den ersten Teil von Judgment gespielt und der ist hervorragend. Also wirklich eines meiner Lieblingsspiele von den Yakuza-Entwicklern, auch weil es halt hauptsächlich einfach nur ein Yakuza-Spiel ist, in einem Anwaltsszenario. Und wenn du Ace Attorney nimmst und mit Yakuza zusammenbringst, dann bin ich einfach dabei. Ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr den ersten Teil gespielt, nach 2 Stunden abgebrochen und habe jetzt lange gehadert, ob ich mir diesen Teil holen soll, weil ich höre, er kriegt gute Wertungen, aber der erste war nicht so meins. Ich habe gerade gehört, dass David gesagt hat, dass er das Spiel nicht gespielt hat. Ziehen wir das jetzt durch bis zum Ende. Bis zum letzten. Nein, also, ich auch nicht. Und, aber ich habe den Vorgänger gespielt, beziehungsweise ich bin gerade dabei, den Vorgänger zu spielen. Und bei aller Gemeinsamkeit zur Yakuza-Reihe ist es doch noch eine Spielreihe, die was sehr Eigenes macht. Lost Judgment habe ich pünktlich zum Weihnachtsurlaub abgeschlossen, musste es aber leider ziemlich stringent durchspielen, um es auch zu schaffen und habe deswegen, was ich als Highlight empfunden habe, die School Stories kaum spielen können. Trotzdem hatte ich Spaß damit, leider nicht ganz so viel wie mit dem vergangenen Judgment-Spiel, muss ich aber sagen. Ich weiß nicht, irgendwie auch so mit der Yakuza-Reihe habe ich mich irgendwie nie so richtig befasst. Ich habe die immer mal so ein bisschen angespielt. Sag aber das nicht zu laut, aber ja. Okay, ich versuche leise zu reden. Ja, ja. Aber irgendwie, weißt du, es gibt so Reihen, da versucht man es mal und es macht irgendwie nicht so richtig Klick. Und gerade wenn es dann so Reihen sind, die einfach immer weitergehen, wo dann auch, ne, keine Ahnung, ich sag mal Zahlen im Namen sind, ne, dann irgendwie Teil 17 oder was, dann fällt es irgendwie schwierig, da wieder oder da halt einzusteigen. Ich muss gestehen, ich bin ja, du wirst mich hassen dafür, aber ich mochte das rundenbasierte Kampfsystem aus dem letzten Yakuza. Ich hasse dich. Und kann mich leider nicht so richtig damit anfreunden, dass man hier wieder dieses Combo-basierte Kampfsystem dran hat. Das war nämlich nie so meins. Im Vorgänger wurde es thematisch ja am Ende wirklich total absurd, völlig, wie in keinem Yakuza-Spiel zuvor. Würdest du sagen, da kommt dieser Teil ran? Nein, oder noch nicht? Gar nicht. Leider nicht mal im Ansatz. Es wird immer wieder ziemlich absurd, natürlich, aber es bleibt wesentlich kleiner, es bleibt wesentlich zurückhaltender als der Vorgänger. Und ich glaube, das kann man auch als durchaus Stärke interpretieren. Auch das Gerätsel, also es gab ja diese Detektiveinlagen im ersten Teil, auch das hat so das Pacing des Spiels so sehr heruntergezogen, dass ich da einfach nicht reingekommen bin. Und Davids Nummer ist gelöscht. Was meine Nummer gar nicht. Komm, jetzt spinn doch hier nicht für die Kamera. Echt mal. Meine Mutter wenn ich hat dir meine Nummer geben würde. Meine Mutter hat mir deine Nummer gegeben. Oh. Ah!
Ich weiß nicht, wie bekannt das hier ist, aber ich liebe ja Mass Effect. Also das ist wirklich eine der wichtigsten Reihen irgendwie in meinem Leben auch. Und ich habe mich so unglaublich über diese Legendary Edition gespielt. Ist auch die allererste Reihe, die ich platiniert habe auf PlayStation. Das mache ich sonst nie, weil ich da immer das Interesse verliere, früher oder später. Also, es gab im letzten Jahr einige Spiele, die man sich wirklich hätte angucken können. Und das hier habe ich zum Beispiel völlig weggelassen. Aber es ist Legendary, David. Legendary. Was ist denn so Legendary daran? Jetzt ist es in, was, Remastered? Ich glaub, dass man nochmal einen Vollpreis bezahlen darf für die Trilogie. Ah, das ist, glaube ich, das, was Legendary ist. Ja, ich bin wirklich sauer auf EA, dass diese Ankündigung zu dem Zeitpunkt kam, wo sie kam, weil ich hatte einen Monat davor alle Spiele nochmal nachgeholt. Schade. Deswegen habe ich mir das jetzt nochmal gespart. Würde aber jedem empfehlen, nochmal reinzugucken, weil die DLCs sind wirklich immer noch grandios von allen Spielen. Sowohl der erste Teil ist auch immer noch mein Lieblingsteil und der dritte. Ich bin kein Fan vom zweiten. Ich weiß, das ist eine richtig unpopular Opinion für viele, aber ich gebe den ersten Teil auch. Ich finde, die Story in dem ist mit die beste von absolut, den dreien. Absolut. Also das ist so, die erste ist einfach so, das ist so dieses ganze Neue, weißt du, so ein aufregendes neues Universum. Man lernt alles so ein bisschen kennen. Und Sovereign und Saren sind hervorragend. Der erste Teil ist nicht so ganz so meins gewesen. Der zweite Teil wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil ich mochte die Charaktere da ganz besonders gern, aber auch das Planetenscannen. Und der dritte Teil, der wird für ewig eine Wunde in meinem Herzen lassen, denn es gab damals diesen einen Internet-TV-Sender namens Giga und da wollten die Kollegen, haben nämlich zu mir gesagt, ich werdet ihr nicht kennen, aber die haben gesagt, das Ende ist gar nicht so gut und ich fand es damals klasse und es war ein Riesenstreit in der Redaktion, bei dem ich natürlich recht hatte. Die DLCs wären tatsächlich auch ein Motivator für mich gewesen, denn ich habe die alle gespielt mit einer Ausnahme und das ist der oft mit am meisten empfohlen wird, nämlich der Citadel-DLC, der Abschluss-DLC von Mass Effect 3. Weil ich damals so enttäuscht war von Mass Effect 3, habe ich den dann gar nicht mehr gespielt und da habe ich mir gedacht, so, jetzt spielst du nochmal die ganze Reihe. Ich freue mich super auf Mass Effect 2, ist mein Lieblingsteil, ist eines der besten Spiele aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und dann leider irgendwann einfach die Motivation mit dem ersten Teil verloren. Gab es denn da irgendwas an diesem Remaster, wo du dachtest, ah, okay, ich merke jetzt auch wirklich, dass es irgendwie besser aussieht oder so, oder besser alles zusammenfindet? Den ersten Teil kann man spielen. Also es klingt bescheuert, aber das ist sehr die Fans von Hooked geben mir ja sogar recht, indem sie das Ding auf Platz 19 wählen. Die Leute von Giga hatten allerdings auch keine Ahnung. Die haben nicht mal Skyrim zum Spiel des Jahres gemacht. Absurd. Es hat einfach so viele großartige emotionale Momente, die mich auch immer noch getroffen haben. Also ich habe auch das ganze Ende war durchgeweint, immer noch. Also wo ich die Reihe schon so oft gespielt habe. Ah, ich weiß nicht. Also das ist einfach so, das war so einer meiner absoluten Glücksmomente letztes Jahr, dass ich das nochmal so spielen konnte. Ja, vor 2 Jahren war dieses Spiel schon mal im GOTY-Community-Ranking und dort hat Dom gesagt, Zitat, geil, geil, gutes Spiel. Dem möchten wir uns beide, glaube ich, anschließen. Auf jeden Fall. Ja, danke Dom, er ist im Geiste auch hier mit dabei und formt dieses Video. So, Disco Elysium, The Final Cut. Ich habe jetzt den Final Cut nicht selbst gespielt, aber ich habe Disco Elysium in seinem ursprünglichen Release ja sehr, sehr gern gespielt, weil das eines der besten Rollenspiele / Adventures ist, die man sich so vorstellen kann und so ein bisschen eine wahr gewordene Fantasie, nämlich von dem gewaltlosen Rollenspiel, also im Sinne von Dialoge sind das, was ganz vorne steht in der Interaktion mit der Welt und nicht irgendein Kampfsystem. Also das Hauptspiel ist super. Ich habe diesen Final Cut überhaupt nicht verstanden. Du hattest im Jahrespodcast erzählt, dass jetzt ein Typ alles erzählt. Ja, also ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt. Das Ding hat jetzt quasi durchweg Sprachausgabe und die NPCs werden durchaus von anderen Leuten gespielt. Was dieser eine Typ aber spricht, ist sämtliche Voice-Overs und sämtliche der Persönlichkeiten in dem Kopf des Protagonisten. Ah, okay, also alles im Grunde. Also im Grunde 95% des Scripts. Okay. Und ich mag sehr, sehr gerne, dass sie mir die Option geben, die entweder komplett zu aktivieren oder mir nur die externen Sprecher zu aktivieren, also nicht die Stimmen in meinem Kopf vertont zu bekommen, denn die reden ja sehr, 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 sehr viel und das kann dann ein bisschen langatmig wirken. Es gibt jetzt so, die nennen sich Vision Quests irgendwie, wenn du
im Spiel schlägst du ja manchmal so bestimmte Pfade ein, was deine Persönlichkeit angeht. Und die werden jetzt spielerisch begleitet von so, ja, so Selbsterlebnissen, die in deinem Kopf spielen. Und dann spielst du das tatsächlich, diesen Fortschritt nochmal. Okay. Das ist süß. Aber es ist auch nicht mehr als süß. Es ist, ich mag das Spiel. Als jemand, der auch mal übersetzt hat, war ich wirklich erstaunt, was da bei rumgekommen ist bei der deutschen, bei der deutschen Textausgabe, zu der man auch per Knopfdruck wechseln kann. Das ist so geil. Was eine grandiose Idee ist. Ja. Ich finde, die Charaktere wirken halt auch sehr spannend und ich bin ja allgemein immer großer Fan. Kaputt. Und kaputt, ja. Das aber hat, das macht sie so spannend. Und das hat man aber halt sonst auch. Ich meine, ja, du hast immer mal in allen Spielen irgendwie so einen kaputten Charakter, aber halt, ne, der Fokus liegt ja eigentlich immer auf Helden oder klassischen Helden oder Anti-Helden. Und das ist halt in dem Fall mal so ein bisschen, nee, das ist eine abgefuckte Person und das finde ich halt auch ziemlich geil. Ich muss jetzt wirklich sagen, also nenne es Recency Bias oder sonst irgendwas, aber Disco Elysium ist nicht nur eins meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre. Es hat sich immer mehr gemausert zu einem meiner Lieblingsspiele überhaupt. Ja. Weil ich liebe das Writing, ich liebe, dass es sowas ganz anderes macht als andere Rollenspiele, Adventures, was auch immer es sein will und ist. Und ich liebe den Humor, ich liebe, wie es aussieht, diese seltsame Welt, die dort erschaffen wurde auch. Ne? Das ist ja so eine ganz eigene Spielwelt, die dafür erschaffen wurde. Es gibt so viele Aspekte, die man gar nicht in ein, zwei Playthroughs sehen kann, dass man sich sagen kann, oh, ich bin jetzt der Meisterdetektiv Raphael Ambrosius Cousteau und mach damit meinen Spieldurchgang. Mhm. Und das ist wirklich mein Fokus. Das ist ganz toll, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Good thing this can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. So, Ace Attorney, Ray. Hm. Ace Attorney. Ja. Also, wie gut findest du es auf einer Skala von 10 bis 10? Ich hab noch nicht mal eine schlechte Meinung davon. Ich habe einfach gar keine. Es existiert. Geht doch nicht. Ich weiß, dass es halt existiert. Punkt. Ray, was denn da passiert? Das müssen wir ändern. Es gibt da so eine Time-to-3-Reihe, die ich dir empfehlen kann. Ja, ich finde es ein bisschen dreist, dass Capcom wirklich ihre Reihe fortsetzt, die sie von Tom und Mats geklaut haben, von ihrer Cosplay-Reihe auf Time-to-3. Mhm. Aber immerhin gibt es jetzt ein paar originellere Figuren wie Herlock Sholmes. Ace Attorney. Ich habe Ace Attorney nicht gespielt, aber in der Hand gehalten, indem ich jetzt diese beiden Sachen hier hochhalte, zeigt das, dass ich übelst Ahnung davon habe. Das ist, glaube ich, der verschollene Teil. Es ist irgendwann mal, glaube ich, in Japan erschienen. Glaube ich. The Great Ace Attorney ist, da habe ich mich besonders drüber gefreut in diesem Jahr, weil wir das sehr lange Zeit nicht bekommen haben. Das ist ja schon irgendwie 2015 oder so für ein 3DS erschienen und wurde ewig nicht übersetzt und jetzt gibt es eine zumindest englischsprachige Version davon. Da muss man natürlich auch den Vorreitern des Genres danken. Dream Dopsy Distance erschien ja bevor das Remaster hier erschien, wenn ich es richtig im Kopf habe und man merkt, dass da eben der Weg geebnet wurde auf dem Markt, dass gesagt wurde, jetzt ist auch der Westen bereit für Great Ace Attorney. Ja, also ich kann es dir beschreiben. Ace Attorney ist wie Judgment ohne Kampfsystem. Lost Judgment ohne Kampfsystem oder Judgment ohne Kampfsystem? Oh! Oh! Oh, warte, Judgment ohne Kampfsystem, ist das nicht Yakuza Like a Dragon? Das wird wieder eines dieser Dinger, wo alle anderen was sagen und wir dann wieder nur dumme Scheiße erzählen. Ich mag bei Ace Attorney auch sehr, was sie an Änderungen hier reingebracht haben in das Spielprinzip, weil sie die Investigation-Phase ein bisschen erweitert haben, dass du jetzt da den Herlock Sholmes hast, ne? Bekannter Detektiv, der macht immer irgendwelche Deduktionen, die aber total falsch sind. Also die haben sehr offensichtliche falsche Stellen und du musst die dann berichtigen. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, ich glaube, es ist das erste Ace Attorney, was absolut kein bisschen mehr so tut, als ob das Spiel in Amerika spielt, weil guckst ja an. Mhm. Ne, das ist so, ha, willkommen in Los Angeles. Nein. Und im Gerichtssaal gibt es jetzt so eine Summation oder so, wie sie es nennen, weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber wo du wirklich eine Jury hast, die du dann auch noch überzeugen musst von deinem Argument und wie das umgesetzt ist, mag ich total gern, sehr motivierend. Kann ich gar nicht genug loben. Humanity will be all
be operational. The Banished are planning to fire this ring. We need help, not heroics. We protect humanity, whatever the cost. Oh, Robin. Guck es dir an. Nein. Halo. Robin, Halo. Ich habe so viele Halo, Bücher Robin. Gelesen. Robin. Ich war von nothing. Achtung. Shaw Fujikawa Drive. Es war sinnlos alles. Ja, hier muss ich tatsächlich sagen, ich habe jetzt ja eine Xbox mit Game Pass. Und im Game Pass sind alle Halo-Teile. Und ich habe mich versucht an allen Halo-Teilen. Ich habe Halo 1 installiert, habe das abgebrochen in der vierten Mission, weil ich dachte, was ein Scheiß. Habe Halo 2 installiert, habe das abgebrochen nach der ersten Mission, weil ich dachte, was ein Scheiß. 3, dann ODST, dann, also ich habe alle Halos gespielt, den vierten, den fünften war ich schon gar nicht mehr installiert, weil ich überall abgebrochen habe, weil ich dachte, was ein Scheiß. Wie ist Halo Infinite? Ist richtig geil. Scheiße, dann muss ich das jetzt installieren. Ja, Halo Infinite und ich haben eine interessante Geschichte. Das ist ja mein erstes Halo. und ich bin ganz ehrlich, als ich die Kampagne gespielt habe, ich habe noch nie so wenig verstanden in einem Videospiel. Also ich weiß bis jetzt einfach nicht, was ich da gespielt habe. Ich weiß nicht, wer diese blaue Person ist. Ich weiß einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wer diese aggressiven Affenpersonen sind, die einfach die mich tot sehen wollen. Also ich weiß einfach nicht, was da passiert. Jetzt sind halt die großen Affen die Gegner. Warum? Wollen halt auf dem Halo sein, I guess. Und dann gibt es noch ein neues Evil Big Bad, das vorhin nie erwähnt wurde, was auch nie erklärt wird oder kontextualisiert wird, sondern einfach da ist und dann ist das Spiel vorbei. Ich war, als ich Halo Infinite gespielt habe, unglücklich und mit der zusätzlichen Woche werde ich unglücklicher über der Präsentation und Kampagne von Halo Infinite, muss ich sagen. Ja, also das, was sie vorher gemacht haben, ich finde das Waffenhandling scheiße, ich finde das Waffenfeedback scheiße, ich finde diese Comic-Viecher, die da rumäumeln, scheiße, ich finde alles Mist. Okay. Und das jetzt in der Open World, in der man 90% der Zeit irgendwie nichts wirklich zu tun hat, wie ich gehört habe. Das klingt ehrlich gesagt nach ganz schönem Crap. Wenn man sich wirklich mal in Gedächtnis ruft, wie lange es gedauert hat, bis Halo Infinite rauskam, was Halo 5 davor war und wie viele Leute da auch unzufrieden mit waren und wir dann jetzt im Wesentlichen etwas bekommen haben, das ein Reset ist für das Halo-Universum, dann ist das halt eine Enttäuschung. Also da hätte deutlich mehr passieren müssen, sowohl auf Story-Ebene als auch auf Game-Design-Ebene. Ja, selbst als Nicht-Halo-Hyper-Fan, wie Robin es ist, ist das alles ein sehr bitter Halo Infinite. Denn man hat dieses gute Gunplay, es fühlt sich immer noch hervorragend an, wie Halo sich eben anfühlen muss. Aber es ist eben in dem Kontext, in dem es ist, es findet in dieser Welt statt, die eigentlich gar nichts zu bieten hat. Das ist eine super Enttäuschung. Je länger du darüber redest, desto mehr bekomme ich den Eindruck, dass du vielleicht Halo gar nicht so magst. Nee, das hast du falsch mitbekommen. Aber du hast es auch nicht gespielt, ne? Das letzte Halo, was ich gespielt habe und tatsächlich durchgespielt habe, war Halo 3. Das sieht so scheiße aus. Boah, ist das ein Mist. Das tut mir wirklich leid. Was für ein Müll das ist. Ich habe das never verstanden und jetzt so ein Shit. Ich habe sogar eine Kolumne darüber geschrieben und die hieß irgendwie, es fällt mir schwer, Halo Infinite zu lieben. Und das war von 900 Spielen. Also es kann sein, dass es ein bisschen eskaliert ist bei mir in den letzten Wochen. Ich spiele mittlerweile auch nur noch Ranked. Da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Bei dem Multiplayer muss ich sagen, da sind ja viele der Kritikpunkte der Kampagne dann nicht mehr relevant. Geschichte, Abwechslung und sowas. Tatsächlich hat der Multiplayer dank seiner Map sogar ein bisschen mehr Abwechslung zu bieten als die Singleplayer-Kampagne und dem Intro, was tragisch ist. Aber spielerisch macht der viel, viel Freude. Ich habe da auch für einige Stunden tatsächlich reingesteckt. Irgendwann hat irgendwas in meinem Kopf Klick gemacht und urplötzlich zur Hölle, warum hast du über 500 Spiele? Und ich so, wie, ich habe über 500 Spiele? Und das war halt vor 400 Spielen. Wir haben ein Format, das heißt Hooked Versus. Da würde ich dich gerne mal zu einladen, um gegen meinen Kollegen Robin Schweiger eine Runde Halo zu spielen. Ich bin aber nicht gut, ne? Es ist wichtig, dass ich das dazu sage. Ich habe auch schon gegen ihn gespielt und ich war auch nicht gut und es war okay. Sehr bitter an der ganzen Sache rund um den Multiplayer ist, dass er ziemlich broken ist. Du hast den Big Team Battle Modus, der seit vor Weihnachten stand, jetzt Ende Januar, ich glaube, immer noch kaputt ist, wo das Matchmaking immer noch nicht geht. Ich habe auch bei Ranked, bin ich mit Silber eingestiegen und ich arbeite mich gerade hoch, um halbwegs dahin zu kommen, wo meine Freunde sind, weil die alle Platin und Onyx sind. Aber Respekt, Also ja, ich weiß auch und nicht. Und du hast aber schon Spaß. Ja, also mittlerweile schon. Gut. Also vielleicht ist auch einfach nur mal sicher. Vielleicht ist es auch Sucht. Also da will ich jetzt gar nicht so ausschließen. Ja gut, die Grenzen sind fließend. Ja, die Progression ist scheiße, aber man kann Katzenohren haben. Und wenn ich dem Master Chief Katzenohren anziehen kann,
dann hat das Spiel das für mich eigentlich schon geschafft. Wenn du Geld hast. Welcome to the new era of Halo. Is everyone trying to kill you? It kind of seems like it. The more days I repeat, the longer that I'm out here, the more certain I am of what I have to do. The only way to protect the cycle, the only way to break the cycle, is to kill you. Das hätte ich wirklich sehr gerne gespielt, weil ich liebe die Arcane Studios. Diese Loop-Mechanik, die hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Deathloop ist einer meiner Schandflecken letztes Jahr, bin ich ganz ehrlich. Das ist ein Spiel, auf das ich mich echt gefreut habe, aber was ich dann einfach nicht gespielt habe. Und ich kann dir nicht sagen, warum, weil ich finde das Konzept so super spannend, ich finde die Charaktere spannend. Leider hat mich Deathloop auch ziemlich enttäuscht. Lange nicht auf so eine leidenschaftliche Art wie Halo Infinite, aber nichtsdestotrotz war es das Arcane-Spiel, wo ich am ehesten noch dachte, da bin ich sehr optimistisch, dass man das super wegspielen kann zumindest. Aber nein, tatsächlich nach wenigen Stunden hat sich das für mich ein bisschen totgespielt. Das Spiel hatte unglaublich einen Hype, als es rauskam. Also ganz viele Leute haben, also es hat teilweise Traumwertungen bekommen und ganz viele Leute haben gesagt, dass es sehr fantastisch ist. Aber ich habe auch wenige Spiele in den letzten Jahren erlebt, die dann auch so schnell so viel Backlash erfahren haben, als Leute es durchgespielt hatten und meinten, ja, im Grunde kocht es auch nur mit Wasser und jetzt nicht mal so gut wie andere Arcane-Studio-Spiele. Deathloop hat irgendwie nicht so gezündet. Dieser ganz grundlegende Setup mit den Loops und wie du hier diese Welt erschließt und wie sie dir auch die Inhalte nahe bringen und dich da durchführen, das hat irgendwie gar nicht den Punkt erreicht, wo es quasi mal geklickt hat. Und ich frage mich die ganze Zeit, okay, muss ich einfach noch weiterspielen, damit dieser Klickpunkt kommt? Oder ist es einfach nicht meine Art Spiel? Das Loop schafft leider nicht viel. Die Erzählung ist überhaupt nicht gut. Ich habe es durchgespielt und am Ende wird nichts aufgelöst. Mhm. Gar nichts. Man läuft nur von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C und es ist wirklich total unkreativ. Das Gunplay hat sich nach einer Stunde auserzählt. Leider überhaupt nichts geworden. Naja, was klar funktioniert hier, ist das Design. Ne? Und das ist das, was Arcane immer richtig gut hinbekommen hat und das habe ich immer wieder auch gehört. Und ansonsten ging das sehr stark auseinander. Es gab die, die sagten, bestes Spiel des Jahres, habe ich ganz viel gelesen, auch unter meinem bestes Spielevideo des Jahres. Und ganz viele meinten auch so, nee, absoluter Quatsch, das funktioniert überhaupt nicht. Das muss wirklich klicken. Das erinnert mich so ein bisschen an Sekiro vor 2 Jahren. Was ich sehr mag an Deathloop ist generell der Stil und auch wie die Charaktere miteinander reden, weil du, dein Hauptcharakter und die Antagonistin haben ja offensichtlich eine Vergangenheit miteinander und das kommt in den Dialogen sehr gut rüber und das mag ich sehr gern, wie darüber die Beziehung so ein bisschen deutlich wird. Ja, dieses Spiel ist eigentlich als Sandbox gebaut, wurde aber ironischerweise das linearste Spiel, was Arcane bisher gemacht hat. Ja. Und das ist einfach so enttäuschend, dass man keine Kreativität ausleben kann, dass da nichts läuft. Es braucht auch nicht dieses Loop-System. Das muss nicht sein. Es gibt diesem Spiel leider nicht so viel, wie die Entwickler sich das oft haben. Das Spiel hat unglaublich einen Hype erfahren, als es rauskam. Also es hat wirklich teilweise Traumwertungen bekommen und Leute, die gesagt haben, irgendwie bestes Spiel ever, aber dann habe ich auch, also es hat auch wieder sehr, sehr viel Backlash erfahren, stärker als ich das in den letzten Jahren jemals mitbekommen habe. Und viele Leute, die gesagt haben, dass selbst im Vergleich zu anderen Arcane-Studio-Spielen kocht es auch nur mit Wasser. Ja, das ist das Design, das muss man klar sagen. Bei den Arcane-Studios wurde ja immer gelobt, dass die wirklich toll gemacht sind. Das sieht man hier auch. Unter meinem bestes Spiele-Video ist mir auch aufgefallen, dass die Leute gab, die sagten, so das beste Spiel des Jahres. Und viele sagten auch, es funktioniert halt überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, wie bei Sekiro, das muss klicken. Ich habe Lost Judgment noch nicht gespielt, aber ich spiele gerade den ersten Teil und ich freue mich irgendwie sehr darauf, den Nachfolger schon zu spielen. Ich bin großer Ace Attorney-Experte. Gonna break this time loop before it breaks me. Ray, here we go. Dein Lieblingsfranchise, Pokémon, dieses Mal als Fotografiespiel. Deine Meinung? Eigentlich hätte es mir gefallen müssen. Ich mag es fängt schon gut an, ne? Ich mag Pokémon sehr gerne und ich habe Fotografie studiert und habe als Fotografin gearbeitet. Und eigentlich sollte man meinen, das ist dem dann eher
geht denen dann eher entgegen, oder? Weil die Fotos, die du hier machst, werden ja nach Bullshit-Kriterien bewertet. Genau, und das war's. Und das war der Grund, warum es mich dann verloren hat. Als Fotograf ist das Spiel natürlich nicht so gut. Dass man sich an komische Parameter halten muss, die überhaupt nicht, die ästhetisch überhaupt nicht was hergeben. Dass der Professor mir sagt, dieses Foto ist Murks, wenn es künstlerisch total wertvoll ist. Das ist natürlich nicht gut. Aber es macht trotzdem Spaß. Das ist halt wirklich so eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe, weil man macht ja, glaube ich, gar nichts außer Pokémon zu fotografieren. Also das heißt, also die Spielerfahrung von Pokémon, in die ich bisher nie reingekommen, wird weggenommen und stattdessen kann man die Pokémon jetzt angucken. Und das ist so eine krasse Spielerfahrung. Und wenn ich dann da sitze und einfach wirklich kurz davor bin zu Rage-Quitten, ne, weil der Ausschnitt, der bewertet wird, perfekt ist. Ja. Perfekt für ein gutes Foto. Mhm. Und dann kriege ich so eine Bullshit-Wertung. Nee. Ich habe, glaube ich, eine Woche gespielt, habe ich verschenkt. Wollte es einfach nicht mehr in meiner Wohnung haben. Das hat mich wütend gemacht. New Pokémon Snap ist nicht einfach nur hier so zwei, drei Strecken, die hast du in einer Stunde alle gesehen und dann wiederholst du das ganze Ad Infinitum, sondern du hast hier echt eine ordentliche Nummer von unterschiedlichen Strecken, die dann auch noch verschiedene Variationen haben, die dann unterschiedliche Pokémon bieten und auch noch sehr guten Post-Release-DLC-Support. Also ich habe jetzt, vielleicht kommt das in dieser Liste noch, würde ich mir wünschen, Toem habe ich gespielt, auch ein Fotografiespiel, aber in Toem hattest du zumindest noch die Möglichkeit, so Rätsel sind mit eingeflossen. Und hier, glaube ich, machst du ja wirklich nur Fotos schießen. Das ist mein Lieblingsspiel des Jahres. Gut, ja. Ich mag New Pokémon Snap sehr, sehr gern. Ich mochte auch das Original Pokémon Snap sehr, sehr gern. Und das war so ein Arcade-Rail-Shooter. Und das hier ist auch immer noch ein Arcade-Rail-Shooter. Ja. Und ich kann mich total gut auf diese Mechanik einlassen. Eine Sache muss man wirklich sagen zu Pokémon Snap. Es ist wesentlich interaktiver und wesentlich variabler, als man von außen denken sollte, weil man beeinflusst diese Kurse und man schafft sich selbst diese Foto-Opportunities. Und damit ist es ein bisschen... Es ist ein bisschen wie Rätsel lösen, ne? Was mache ich jetzt, damit ich folgendes Szenario bekomme, ne? Und dann kannst du halt irgendwelche Sachen in der Umgebung beeinflussen, dann kracht irgendwas zusammen oder irgendein Pokémon wird irgendwo hingelockt und interagiert mit irgendwas und so. Also es hat ein bisschen so ein Adventure-Point-and-Click- Aspekt drin. Ich mag total die Vielfalt an Welten, die sie darstellen, die Vielfalt an Pokémon und deren Verhaltensweisen und wie du sie dann manipulieren kannst mit immer mehr Spielmechaniken und dann auch die DLC-Politik, dass sie dir kostenlose Inhalte einfach nochmal hinterhergeschoben haben. Da ist richtig viel Spiel auch drin und das war wirklich eines meiner Lieblingsspiele des Jahres. What other discoveries might you unearth as you're exploring? New Pokémon Snap. Let's go! Ja, Rice war... super, fand ich auf der Switch. Das hat wahnsinnig gut gepasst. War ja so ein bisschen das kleine Schwesterspiel zu Monster Hunter World, wo man so dachte, okay, was genau macht ihr da jetzt? Mhm. Aber es fühlt sich gar nicht an wie etwas Kleineres. Der Vorgänger ist bei mir ja so ein Ding gewesen, da hat es zum ersten Mal geklickt bei Monster Hunter und den fand ich ganz, ganz toll. Monster Hunter Rise habe ich die Demo gespielt, habe mich so ein bisschen schwer getan mit dieser neuen, was ist das, diese Hakenmechanik oder was du da machen kannst? Die Mobilität ist ja schon bei Monster Hunter Rise so die große Neuerung gewesen und wie so oft bei Monster Hunter gefühlt kaum wirklich kontextualisiert, sondern sie sagen halt einfach, du hast hier einen Käfer am Arm und der kann irgendwo spucken und dann fliegst du schnell dahin. Und mehr wird's nie angesprochen. Und dann hast du halt einen Käfer am Arm, mit dem du so schnell durch die Gegend fliegen kannst. Weil die Sache bei Monster Hunter ist, Monster Hunter macht mich immer neugierig. Es holt mich immer rein. Mhm. Und dann ist es aber so lang, so grindy, so ausufernd und so weiter, dass ich nicht lang genug oder nicht bis zum Ende am Ball bleiben kann. Ich schaff das nicht. Ja, Monster Hunter Rise habe ich nicht wirklich gespielt dieses Jahr. Aber ich habe zum ersten Mal Monster Hunter World nachgeholt. Oh, interessant. Fand ich leider nicht so gut. Aber wenn ich mir Monster Hunter Rise angucke, dann zieht mich dieses Setting immer wieder dahin, dass ich kurz davor bin, ach, mit dem PC-Port will ich das jetzt doch nochmal spielen. Ja. Und dann hast du diese Hunde, die dir folgen. Super. Und diese Eule. Und das ist dann doch alles ganz, ganz attraktiv. Ich finde es auch ein bisschen verwirrend, dass dieses Spiel so gut aussieht und so gut läuft auf der Switch mit der AI-Engine.
Weil du guckst so auf jedes andere Spiel auf der Switch, selbst teilweise auf die von Nintendo selbst, und denkst dir so, wieso kann Capcom das hier so? Warum kann nicht jeder mit der AI-Engine entwickeln? Ich war überrascht davon, wie anders es sich in manchen Belangen anfühlt. A, durch das Setting und dann aber B, auch durch diese Tiere. Durch den Hund, auf den du jederzeit reiten kannst, der aber auch mit dir mitkämpft. Der dann zusammen mit der Katze halt ziemlich coole Kombos irgendwie am Bildschirmrand machst, während du deine Waffe am Schärfen bist. Springen die da beide auf dem Monster rum. Ich mag's das immer bei Switch-Spielen oder halt gerade bei großen Spielen auf der Switch. Immer die Frage ist, entweder wie haben die es geschafft, dass es läuft, oder warum zum Teufel hat es 0,3 Frames per Second? Genau. Es gibt nichts dazu. Ich will aber mehr von dem ersten. Ja, das wäre schön. Ich habe nicht die Ausdauer dafür. Und dann gebe ich mir jetzt kein neues Monster Hunter bis vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich es wieder vergessen habe, wenn die Senilität wieder zuschlägt. Bist du nicht der Typ, der 9000 Stunden in Mortal Kombat reingesteckt hat in den letzten Teilen und das zu Tode gegrindet hat? Was ist denn da anders? Erzähl mir das mal bitte. Oder der Final Cut von Disco Elysium ist ja nun wirklich kein kurzes Spiel. Erzähl mir das jetzt mal. Erzähl mal das den Leuten. Und währenddessen halte ich die Ace Attorney Spiele hoch. Oh, verdammt, wir sind schon wieder beim nächsten Platz. Oh nein. Hoppla. Ja, Inscription ist auf jeden Fall eines meiner großen Highlights dieses Jahr, was ich nicht hätte kommen sehen. Und da muss man wirklich einsteigen, ohne sich zu informieren, ohne sich zu spoilern. Ah, das will ich immer noch spielen. Ah, schade. Ich dachte, du hättest vielleicht mittlerweile, weil beim Jahrespodcast warst du noch in so einem La la la, ich will nichts hören Modus. Nee, ich habe einiges nachgeholt, aber Inscription, das möchte ich auch wirklich noch spielen. Und eigentlich soll das ja das Spiel sein, wo du mir am besten jetzt nichts drüber erzählst, und ich soll auch eigentlich die Augen zuhalten, weil schon der Trailer zu viel verrät. Jeder, der es in meinem Umkreis gespielt hat, hat einfach nur geschwärmt und hat gemeint, beschäftige dich möglichst wenig damit und dann spiel's einfach. Stell keine Fragen, spiel's einfach. Aber bis jetzt ist der Punkt noch nicht erreicht. Ich war mal begeisterter bei diesem Spiel, aber dann auch wieder ein bisschen weniger begeistert. Was aber nie nachgelassen hat, war meine Wertschätzung. In jeder Sekunde, in der ich dieses Spiel gespielt habe, dachte ich mir, cool. Cool, dass es dieses Spiel gibt. Cool, dass es genauso ist, wie es gerade ist. Auch wenn es mir jetzt gerade nicht so gut gefällt, wie es mir vor einer Stunde gefallen hat, finde ich geil, dass sie das gemacht haben. Mögt ihr Horror? Mögt ihr Myst? Mögt ihr Yu-Gi-Oh? Wenn ja, was zur Hölle stimmt nicht mit euch? Aber vielleicht ist dann Inscription was für euch. Es ist sehr plastisch, sehr grimy, sehr schmutzig, sehr gruselig, und es endet ungefähr 5-mal. Ich mag generell, wenn Spiele mich überraschen und wenn sie Sachen ausprobieren. Mhm. Und deswegen finde ich, ist mir Inscription auch total sympathisch. Aber es hat eben auch so den Nachteil, wenn du das ganze Konzept teilweise nochmal umschmeißt während deines Spiels, dass einem das auch mal nicht gefallen kann. Und das war bei mir so. Ich mochte das erste Drittel quasi oder das erste Viertel von Inscription mochte ich mit am meisten. Und alles danach war für mich dann so ein Rückschritt. Wer jetzt sieht, das ist ein Kartenspiel mit einer schönen Ästhetik, sollte sich vielleicht davon nicht ganz abschrecken lassen oder auch beeinflussen lassen. Ja. Denn es macht noch ein paar andere Dinge. Vom Gameplay, von der Geschichte. Da hat es Höhen und Tiefen. Mhm. Es muss einem durchaus nicht alles gefallen. Aber wirklich, man kann es wertschätzen, was da versucht wird und was da auch geschafft wird. Nein, also wenn du noch mit dir ringst, ob du spielen solltest, ich glaube, es könnte dir gefallen, weil es eben, es ist, ich weiß, dass du zu schätzen weißt, wenn Spieler auch nicht nur mechanisch, sondern auch zum Beispiel storymäßig ein paar Sachen probieren und so weiter und so fort. Generell, wenn sie ein bisschen anders sind und ein bisschen sich was trauen, ja. Und das hast du hier durchaus, auch wenn es große Wellen geschlagen hat und mittlerweile eigentlich schon mehr als nur ein Geheimtipp ist. Aber du bist ja am Anfang in dieser dunklen Cabin in the Woods und spielst da mit irgendeinem fremden Karten und weißt gar nicht, was passiert. Und die Atmosphäre, die da geweckt wird, und auch dieser grafische Stil, dieses Retro-3D, das finde ich hervorragend. Und von dieser Art von Horror-Einschlag in so andere Genres, in dem Fall halt so ein Kartenspiel, hätte ich gern mehr. Wie es sich dann eben präsentiert gegen Ende des Spieles, was es da noch macht, da habe ich einmal laut aufgelacht und applaudiert, als ich das gespielt habe, weil ich hatte gehofft, dass es was machen würde, und es hat genau das gemacht. Und erneut, genau das meine ich mit dem Auf und Ab und Auf und Ab. Genau so bekommst du halt diese Momente, in dem sich ein Entwickler wirklich wilde Sachen traut, bekommst du dann auch diese tollen Hochmomente, was ich einfach total wertzuschätzen weiß.
to sense the power that flows through this land. Yet, you do not fully understand it. Driven by the belief that you can help these troubled spirits. Kannst du bitte einmal sagen, wie das Spiel heißt? Bridge of Spies. Yes. Danke, David. Das neue Spiel mit Tom Hanks, wo er mit kleinen Wesen durch die Gegend marschiert und die Natur rettet. Kinder Bridge of Spies ist... Das war keine Absicht. Kena ist ein Spiel, wo es mir wirklich schwer fällt, viel darüber zu sagen, weil es so seicht wirkt. Auf allen Ebenen wirkt es wie ein Spiel, das diverse Vorbilder hat, diesen Vorbildern 1:1 folgt, keine so richtig eigene Idee reinbringt und dann eben auch deswegen es nicht schafft, bei mir groß den Eindruck zu hinterlassen, muss ich gestehen. Da habe ich mich auch richtig drauf gefreut und aus irgendwelchen Gründen auch da, ich habe es einfach nicht gespielt. Ich habe es mir sogar irgendwie vor ein paar Wochen gekauft und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt hast du es, aber dann habe ich Halo gespielt. Also, Da kamen die 900 Spiele Halo in den Weg. Ja, wahrscheinlich. Das ist ein gutes Spiel, wie ich finde, aber es wundert mich, dass das so weit oben ist, weil ich kann verstehen, es hängt viel mit dieser Pixar-Optik zu tun. Die Zwischensequenzen könnten wirklich, wenn du die alle zusammenschneidest, hast du da einen kleinen Animationskurzfilm. Ja, Kena kommt von Amber Studios. Die haben vorher Kurzfilme gemacht. Mhm. Und das sieht man denen auch an, weil grafisch kann es was. Oh ja, weil aber man kann dann auch so weit gehen und sagen, es ist ein Grafikblender, weil beim Gameplay geht dem die Puste aus und man hat auch durchaus das Gefühl, dass es ein Film ist, der unterbrochen wird von Gameplay. Ich finde das so cute, es sieht so schön aus und ich höre sehr viel von dieser fantastischen Hutmechanik. Aber auch, dass es überraschend schwer sein soll an ein paar Punkten. Die Bosse sind da tatsächlich doch noch ganz schön knackig zum Teil gewesen. An denen hat man sich gerne auch mal die Zähne ausgebissen und es passte irgendwie gar nicht zusammen. Also wenn du das einem kleinen Kind hinstellst, die sagt so, oh, die tolle Optik und dann kommt ein Boss und boxt dieses Kind aus dem Leben. Weiß ich nicht, ist vielleicht nicht die beste Spielerfahrung. Ich habe halt Kena Bridge of Spies nur angespielt und kann da jetzt noch gar kein finales Fazit oder so ziehen. Ich mochte das, was ich angespielt habe. Es wirkte sehr wie ein aus der Zeit gefallenes PlayStation 2-Spiel oder sowas. Oh, okay. Und das ist mir sympathisch. Aber was jetzt zum Beispiel nicht sofort funktioniert hat, war irgendwie Story und Charaktere. War mir am Anfang eher so ein bisschen egal. Das Problem, dass es so wirkt wie ein Film, das von Spielgameplay unterbrochen wird, wird ja dadurch noch irgendwie verstärkt, weil die Zwischensequenzen tatsächlich mit 24 Frames angezeigt werden. Ich weiß nicht, ist es spielerisch? Sieht ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, Horizon oder so, so in die Richtung. Ja, so ein bisschen Horizon, aber tatsächlich hat es mich am ehesten an Overlord erinnert. Ah. Das ist so ein bisschen Overlord, das Anti-Overlord, weil du rettest die Natur, du heilst Kreaturen, die von einem Bösen befallen wurden. In Overlord machst du ja genau das Gegenteil. Und mir fällt gerade auf, während ich so rede, ich will eigentlich ein neues Overlord. Weil wenn diese Viecher die ganze Zeit gesagt, Meister, du bist so böse, hätte ich dann, das wäre mein Spiel des Jahres gewesen. Ich würde trotzdem sagen, wem das gefällt, was er im Trailer sieht, wem dieser Grafikstil gefällt, wem Animationsfilme in dem Stil gefallen, der kann es durchaus wagen. Denn es gibt zwar wirklich nur ein paar Kombos, aber das Drumherum sieht immer noch fantastisch aus. Ja. Wer sich einfach in Atmosphären reinziehen lässt in diese Spielwelt, der kann das wirklich wagen. The path of a spirit guide is a lonely one. So, das war's mit den ersten 10 Plätzen eurer Spiele des Jahres 2021. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Da kommen ja noch 10 weitere. So richtig spannend wird's ja erst noch. Und damit geht's dann weiter in ein paar Tagen. Ich kann euch nicht genau sagen, welchen zeitlichen Abstand. Wir produzieren das hier vor und so gut planen wir nicht. Nein. Aber demnächst geht's weiter. 10 statistisch und objektiv bessere Spiele kommen dann noch. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe eurer sehr, Meinung nach. Ich hoffe sehr, dass Dobsy im nächsten Video nicht ganz so viele strafrechtlich relevante Dinge sagt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon im finalen Video angekommen sind, aber wir wissen beide du meine Güte. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, tschüss.